von der Region für die Region. Hallo aus dem QTV-Studio im Herzen der Festungsstadt. Mein Name ist Georg Anker und ich darf euch durch die aktuelle Sendung begleiten. Kommen wir direkt zur Programmübersicht in dieser Woche. Harmonie und Einklang. QTV begleitete die Pfleger im alten Wohnheim Langkampfen. Feuer und Ruß. Wir erfahren, wie es nach dem Brand bei Inbike Kufstein weitergeht. Rabauken und Gangster. Der Film- und Videoclub lud zu einer nervenzerreißenden Premiere. Gegenwart und Vergangenheit. In Kufstein Steinalt dreht sich diesmal alles ums Handy. Bei rund 81 Jahren liegt die derzeitige Lebenserwartung des durchschnittlichen Österreichers. Dieser Umstand macht den Bereich der Pflege immer bedeutungsvoller. Er stellt die Branche allerdings auch vor eine große Herausforderung. Neue Pflegekräfte sind weiterhin heiß begehrt. Dabei betonen diejenigen, die sich für die Pflege entschieden haben, immer wieder, wie erfüllend ihr Job ist. Dies kam auch bei unserem Besuch im alten Wohnheim Langkampfen herüber. Impressionen dazu gibt's gleich nach der Werbung. Egal, ob Sie Filme streamen, im Internet shoppen oder an Online-Meetings teilnehmen. Surfen Sie unbeschwert im Netz mit den unschlagbaren Tarifen von Kufnet. Das ultraschnelle Internet überholt alle und kommt bis zu Ihnen nach Hause. Werbung Ende. Beständigkeit wird im alten Wohnheim Langkampfen großgeschrieben. Ein Garant dafür ist die langjährige Pflegerin Maria. Bis seit 92 im Altersheim Langkampfen. Habe damals noch gleich einmal die Ausbildung gemacht zum Pflegehelfer. Es war der erste Kurs, was in Tirol gestartet worden ist. Und seitdem, seit 31 Jahren, bin ich da in Langkampfen und es macht mir nach wie vor Spaß. Die Pflege hat sich die letzten Jahrzehnte, das darf ich auch sagen, weil ich schon so lange im Beruf bin, nur zum Positiven geändert. Den Bewohnern in Langkampfen wird genauso viel geboten wie den Pflegekräften. Dass der Mitarbeiter bei uns voll wohlfühlt, da gehören natürlich mehrere Komponenten dazu. Er soll sich im Team wohlfühlen, die Dienstplangestaltung sollte passen. Ich finde auch bei uns das kleine Familiäre ist auch sehr anspruchsvoll. Da kann man individuell auf den Bewohner einsteigen, die Bedürfnisse erfüllen. Natürlich ist auch der finanzielle Aspekt sehr wichtig. Und ich glaube, der hat es inzwischen sehr attraktiv gestaltet mit dem neuen Gehaltsschema. Weiters legen wir einen großen Wert auf Fort- und Weiterbildungen, besonders Quereinsteiger oder Berufseinsteiger. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, individuell dir zu unterstützen. Einer dieser Quereinsteiger ist der ausgebildete Kaufmann Dominik, welcher vor 3 Jahren den großen Schritt wagte. Ich habe dann einen Schnuppertag im alten Wohnheim vereinbart. Der Tag war sehr erfüllend für mich und dann habe ich gewusst, ich möchte mit dieser Ausbildung beginnen. Habe dann eine 3-jährige Diplomausbildung in Kufstein gemacht, bin gefördert worden über die AMG-Stiftung, was über die Gemeinde überhaupt kein Problem war, weil ich sehr zugänglich war. Und jetzt bin ich im nächsten Schritt und zwar mache ich jetzt den Gesundheitsmanager über die FH Burgenland. Das mache ich Teilzeit. Also bin 50% im alten Wohnheim Langkampfen angestellt und da ist der Abschluss dann ein Masterabschluss in Gesundheitsmanagement. Während die Roulade im Rohr ist, schauen wir zum Sozialsprengel der Gemeinden Kirchbichl, Bad Hering und Langkampfen. Hier treffen wir Isabella, die sich gerade auf dem Weg zu einem Klienten begibt.
Meine Aufgabe als Pflegeassistent ist, den Klienten dabei zu unterstützen bei der Körperpflege. Wir unterstützen die Mobilität. Wir geben Hilfestellung im Haushalt, also in ihrer gewohnten Umgebung. Dadurch kann dem Klienten ermöglicht werden, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben. Ganz toll ist, wenn wir unsere Klienten begleiten dürfen zu Hause und weiß, dass der Klient einen guten Start in den Tag hat und einfach zufrieden ist. Und auch im alten Wohnheim sorgt der verrichtete Beruf für pure Glücksgefühle. Die schönsten Momente sind für mich, wenn die Bewohner zufrieden sind. Wenn du das ins Bett bringst und sie zudeckst und sie lachen dich nur und sagen Danke für den Tag oder irgendwas. Das ist einfach schön, wenn sie die Hand drücken oder wenn sie die einen Arm nehmen. Weil wir lachen mit ihnen, wir reden mit ihnen. Wir sind eigentlich Familie für sie teilweise. Man verliert einfach die Freude an dem Beruf nicht, weil immer wieder Situationen passieren, wo man dann die Bewohner lachen ins Gesicht zaubert und das erfüllt mich dann wieder. Also für mich ist das ein sehr sinnhafter Beruf. Es ist ein erfüllender Beruf, es ist ein wertschätzender Beruf, es ist ein sicherer Beruf. Und am Abend geht man einfach heim und lässt den Tag Revue passieren und man ist zufrieden, weil er einfach toll war. Von einem erfreulichen zu einem weniger erfreulichen Thema. Bei Inbike Kufstein brannte kürzlich das Ladengeschäft. Verletzt wurde zum Glück niemand. Doch das Feuer richtete gehörigen Schaden an, sodass sich nun die Frage stellt, wie es beim heimischen Fahrradexperten weitergeht. Kufstein TV begab sich auf Lokalaugenschein. Noch hängt ein verbrannter Geruch über dem Ladenlokal von Inbike. Ein nächtliches Feuer setzte dem Zweiradexperten zu. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Momentan schaut es aus, als wenn die Waschmaschine zu brennen hat begonnen. Ja, innen schaut es ziemlich aus. Der Rost hat sich überall abgelegt auf die Radeln. Wir haben jetzt momentan einen Shop geschlossen. Wir haben hinten wieder unseren alten Shop aktiviert. Das heißt, hinten stehen zwei Container, das heißt Radlverkauf und Service-Reparaturen. Werden wir in Kürze wieder starten können. Wir haben jetzt eine tolle Aktion, also Freitag, Samstag werden wir einen großen Abverkauf machen von beschädigter Ware, was leicht beschädigt ist, bis neue, damit man einfach auch nicht so viel übersiedeln muss, wird es einen großen Abverkauf geben. Mit dem Burning Bike Sale bewiesen die Verantwortlichen Galgenhumor. Naja, Burning Bike Sale, weil manche Radeln ja wirklich sehr demoliert sind. Die sind dann so und so zum Entsorgen. Aber es gibt halt auch Radeln, die sind in sehr, sehr gutem Zustand, wo sie eigentlich nichts haben. Und trotzdem versuchen wir jetzt, die abzuverkaufen. Weil wenn man eine Ersatzlocation mieten muss, muss man die ganze Ware mitnehmen. Und deswegen haben wir gesagt, geben wir den Kunden nochmal die Möglichkeit, jetzt Freitag, Samstag das ganze Zeug nur zu kaufen. Ja. In der Übergangsphase müssen treue Inbike-Kunden nicht auf den gewohnten Service verzichten. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung, dass wir alternativ wieder weitermachen können. Wir haben da die Möglichkeit, dass wir die Container nutzen. Und ja, also wir müssen jetzt natürlich noch viel vorbereiten, so wie dass wir Internetzugang haben und die ganzen Sachen. Und danach schauen wir halt, dass wir wieder wie früher dann für die ganzen Kunden da sind. Wir sind ja erst übersiedelt nach Corona kurz, dann hat uns das Hochwasser erwischen. Da haben wir schon einmal alles renoviert und jetzt leider das Feuer. Also emotional sind wir momentan ein bisschen am Tiefpunkt. Wir hoffen jetzt, dass es mit der Versicherung zumindest funktioniert, dass uns da nicht zu viele Steine im Weg gelegt werden und dass wir so schnell wie möglich ein Lokal haben, wo wir wieder rein können, damit wir spätestens im Frühling für die Kunden wieder voll und 100% da sind. Trotz der brenzligen Lage
schaut man bei InBike der Zukunft positiv entgegen. Man möchte es machen wie Phönix aus der Asche. Gerald Fleischhacker denkt und regt zum Denken an. Dabei kommt die alles entscheidende Frage auf. Sind wir alle miteinander am Sand oder doch nur der Fleischhacker? Am Sand nennt sich das neue Programm des Kabarettisten, welches am 14. Oktober ab 20 Uhr im Kulturquartier dargeboten wird. Die wunderliche Gastronomie verwöhnt die Gaumen der Besucher bereits ab 18.30 Uhr. Cinema in Concert. Luminia, die Bopto-Starterin aus Bruckhäusl, lädt am 8. Oktober zu einem einzigartigen Showerlebnis. Zusammen mit ihrer Band und herausragenden Gastsängern begibt sie sich auf eine Reise durch die Filmmusik der letzten Jahrzehnte. Seid dabei, wenn Luminia Stücke von Danny Elfman, John Williams oder Al Menken zum Besten gibt. Vorhang auf für Cinema in Concert. Am 8. Oktober ab 19 Uhr im Kulturquartier Kufstein. Der Verein UNUS 93 tänzelt in den Jazzherbst. An zwei Terminen kommen Jazz- und Swing-Liebhaber in Langkampfen voll auf ihre Kosten. Am 29. September um 19.30 Uhr gastiert Alexander's Swingtime Orchestra im Gemeindesaal Langkampfen. Komplettiert wird die Reihe am 7. Oktober von Saxophore. Das Saxophonensemble spielt ab 19.30 Uhr ein Konzert im Autohaus Bernhard. Auf geht's zum Rocktoberfest 2023. Am 7. Oktober gibt es wieder zünftig was auf die Ohren. Eröffnet wird der Abend in der Kulturfabrik Kufstein ab 20 Uhr vom bayerischen Bauerrock-Trio Untamed. Gefolgt von den Lokalmatadoren Dursel Haze. Vollendet wird das Line-up von der Stoner-Rockband Ultima Radio aus Graz. Achtung! Kufstein TV verlost 2x2 Tickets für das Rocktoberfest. Um mitzumachen, schaut vorbei auf unseren Social-Media-Kanälen oder der Webseite www.kufstein.tv. Let's rock! Der Film- und Videoclub Kufstein präsentierte kürzlich einen Krimi, der in den frühen 60er Jahren in der Festungsstadt gedreht wurde. Wir waren am Premierenabend mit dabei und unterhielten uns mit den Verantwortlichen. Und im Anschluss der aktuelle QTV-Kinotipp der Woche. Nächste Woche auf Kufstein TV. Der Film- und Videoclub Kufstein zeigt sich auch im 46. Bestandsjahr von seiner lebendigen Seite. Wir sind also aktive Filmer, ungefähr 7 an der Zahl. Und dann haben wir ein Projekt seit 2008, Kufstein in alten Filmen. Und da haben wir immer volles Haus und das machen wir jedes Jahr einmal. Und wenn es geht, immer so eine Premiere wie heute am Abend. Im Mittelpunkt des Abends stand die Erstaufführung von Die Gangster von Geroldseck. Tolle Veranstaltung, tolles Publikum, gehen alle super mit. Die Filme sind optimal, jeder redet fast über jeden Film, was wir gezeigt haben. Und speziell Die Gangster von Geroldseck ist sowieso das Highlight des heutigen Tages, sowohl alle anderen Filme auch. Der frisch aufbereitete Krimi wurde 1960 und 1961 von Kufsteinern in der Festungsstadt gedreht. Halt, steh bleiben, sonst dann schießt! Ins Publikum mischte sich auch einer der Darsteller. Zufällig habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Film gespielt wird, den wir damals 61 gedreht haben. Ne? Die haben keine Namen, nichts gewusst, weil ich eigentlich der einzige Überlebende bin für den ganzen Film. Wir waren mit Nachholen befreundet, ne? Der Kirchmeier Kurt und ich. Und der ist eines Tages dahergekommen und gesagt, sein Bruder
macht einen Film, ob wir mitspielen wollen. Ne? Und da haben wir natürlich zugesagt, es war für uns eine Gaudi. Text haben wir nicht viel lernen brauchen. Mimik hat auch genügt, was wir gehabt haben, und so haben wir halt da mitgespielt. Ne? Stiblein, Hände hoch! Persönliches Highlight, es war die Arbeit an den Gangstern. Das war der Film. Aber Highlights gibt es eigentlich, jeder Film ist ein Highlight für sich, weil er ein Stückchen Zeitgeschichte ist. Der Bärenbart allen geändert. Der Verein präsentierte außerdem noch ein Best-of seiner Serie Kufstein in alten Filmen. Uns fasziniert ist die Technik beim Filmen. Wieder was Neues, die Schneiden, Vertonen, wieder Technik. Und so geht es weiter, fast ins Endlose schon momentan. Und das ist die Faszination in unserem Club und jetzt bei der Vorstellung. Ob die Malerei war, ob das die Schlaraffen waren, Toni Thaler war überall dabei. Und er war ein guter Filmer. Leider hat er vergessen, hier und da, was die Filmer damals machen mussten, die Filmkamera zu reinigen. Diese Rolle sind 3 Minuten und hat jeder gespart mit dem Filmmaterial. Warum? Filmmaterial war sehr, sehr teuer. Der Vorteil ist, sie haben gut gefilmt. Wir suchen Mitglieder, die also engagiert filmen, nicht mit dem Handy, sondern mit einer Kamera. Die suchen wir, junge, engagierte Filmer, die einen Film machen und nicht nur etwas filmen, abfilmen. Ein Geschehen. Wir wollen es gestalten und dazu braucht man Zeit und auch nötige Erfahrung. Die haben wir, aber der Nachwuchs fehlt uns ein bisschen. Wer sich nun angesprochen fühlt, der meldet sich am besten sofort bei den Verantwortlichen. Alle Kontaktdaten findet ihr auf www.videoclub-kufstein.at. Nächste Woche auf Kufstein TV. Die Sponsionsfeier an der FH Kufstein. Für den nächsten Beitrag bleiben wir beim Film- und Videoclub. In unserer Retro-Serie Kufstein Steinalt zeigen wir regelmäßig historische Aufnahmen, die von den Kufsteiner Filmenthusiasten aufgefrischt werden. In der brandneuen Episode unserer Reihe stellen wir die Vergangenheit der Gegenwart gegenüber und stellen die Frage: Wie oft greift ihr zu eurem Handy? Werbung! Hast du den tollen Fernseher? Ja, vom Elektrocenter Kufstein. Kennst du das gar nicht? Komm schnell mit, ich zeig dir das gleich. Smartphones dominieren unseren Alltag. Ganze 80 Mal greifen wir am Tag zum Handy, um Nachrichten zu checken. Heute besitzen 90% der über 15-jährigen Österreicher eines der tragbaren Multimedia-Geräte. Anders sah dies 1997 aus, wie die folgenden Archivaufnahmen beweisen. Es boomt am Telekommunikationsmarkt. Immer billiger werden die Angebote, was den Kauf von Handys betrifft. Wir wollten von Passanten wissen, was sie denn wirklich von Handys halten. Vor einigen Jahren noch ein Luxusartikel, kann sich heute schon ein jeder ein kleines tragbares Telefon leisten. Überall sieht man die kleinen Geräte im Einsatz. Ob es ein Muss ist, eines zu besitzen, wollten wir in Erfahrung bringen. Ich glaube schon, dass es eine gute Sache ist, da. Weil der größte Teil braucht es halt schon. Ja. Im Grunde genommen würde ich sagen, man braucht es nicht. Es gibt sicherlich einzelne Fälle, wo man es braucht, wenn man daheim krank einen Elternteil hat und möchte mal auf Urlaub fahren. Oder wenn man einen Babysitter hat, wo es vielleicht dann angebracht ist, aber im Prinzip nicht. Wozu ist Handy braucht? Ich brauche es nicht, um glücklich zu sein, sondern um erreichbar zu sein.
Ich habe eine Rufumleitung und weil ich das Büro alleine, weil ich allein im Büro bin, daher brauche ich das Handy. Ich persönlich besitze noch kein Handy. Aber ich halte die Sache für sehr praktisch, wenn jemand viel unterwegs ist, viel mit dem Auto fahren muss, mal in den Stau kommt oder geschäftliche Termine wahrnehmen muss. Manager, die brauchen sicher ein Handy. Wie gesagt, ich persönlich habe noch keines. Aber meine Söhne besitzen bereits eines. Also ich finde, dass es unnötig ist, dass man ein Handy trägt, weil es ist früher auch ohne gegangen. Und ich verstehe nicht, warum jetzt alle eins haben müssen, weil das ist noch viel mehr Stress und noch viel... Man muss immer erreichbar sein, das finde ich einfach nicht richtig. Ich habe weiter da nichts zu sagen dazu. Ich würde sagen, in zwei Jahren hat eher jeder Zweite sowas nicht. Das lässt sich nicht aufhalten. Doch wie steht die Bevölkerung dem Thema Handy heute gegenüber? Wir haben nachgefragt. Früher hat man versucht, jemanden anzurufen und wenn man nicht erreicht hat, dann hat man halt jemanden nicht erreicht oder man hat einen Brief geschrieben und musste halt warten, bis man eine Antwort bekam. Und heute schickst du eine WhatsApp los und erwartest sofort, wenn du siehst, du hast die blauen Haken, du erwartest sofort, dass eine Rückmeldung kommt. Furchtbar, schrecklich. Aber leider gehöre ich auch dazu. Und es war halt, dass du halt erreichbar bist, gerade mit den Kindern und so weiter, war es fein. Aber heutzutage, es ist ja ein Fotoapparat, du machst ja alles, du schreibst die E-Mails, empfängst die E-Mails und Nachrichten. Geht es eigentlich gar nicht mehr ohne. Ich weiß ja gar nicht, was die Leute dann ohne Handy, gell? Zu dominant. Jetzt haben wir es auch im Rucksack, jetzt haben wir es in der Tasche, es ist weggepackt und wir haben auch gesagt, wir sind jetzt im Urlaub hier, jetzt ist weniger Handy und also tagsüber gar nicht eigentlich, sondern nur morgens und abends. Taschenrechner und so, das war alles Luxus damals, ne? Alles in einem, vom Fotografieren und so hast du noch träumen können und Filmen und Web, Camchat auch noch dazu, das ist ja Traum. Ohne Handy geht halt nichts mehr. Unsere Gegenüberstellung der Vergangenheit und der Gegenwart beweist, Handys waren schon immer ein Gesprächsthema und werden dies wohl auch in Zukunft bleiben. Nach den ganzen Zeitsprüngen bleiben wir in der Gegenwart, wo wir uns schon auf die nächste Ausgabe von Kufstein TV freuen. Auf unserer Homepage und unseren Social Media Kanälen wartet übrigens wieder ein tolles Gewinnspiel auf euch. Ich wünsche euch viel Glück und freue mich schon aufs nächste Mal. Also bis dahin, Servus, euer Georg Anker. Von der Region für die Region.